Der Kobbelhochgang beim ME-Terminal direkt, der wird nicht weg können, weil wir erstmal noch die Exporte für den Harvester und den Planter, also die Fluid-Exporter und die müssen wir noch hinstellen. Das heißt, da bleibt es noch bestehen, aber hier kann das schon mal weg. Wenigstens etwas. So. Fliegende Steine. Yay. Ein Hoch auf die Physik. So. Du. Zack. 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 Weg mit dir. Zack. Ah, sieht langsam richtig nach dem Raum aus. Irritierend ist halt nur oben der schwebende Dreck und die Holzplatten und die Half-Slabs. Aber die, es wird langsam, es wird langsam. So, du da, du da. Runter, runter, runter. Jump, jump. So, hier raus. Irgendwo musste ich mir eigentlich noch eine Lücke lassen. Ganz, ja genau, da lassen wir jetzt eine Lücke und da, nee. Da oben gehen die ganzen Kabel rein, das sieht auch sehr komisch aus. Ah ja, ist ein Anfang, ist ein Anfang. Hier weg. Bisschen was von Hand legen. So, und dann hier lang. Darum, darum, darum. Und dann könnten wir mal wieder nach dem Eisen gucken. Weil wir hatten ja vorhin schon 40 von den Eisensandblöcken waren das, glaube ich. Und wenn man die in den Hochofen schmeißt, gab es pro Block 2 Eisenbarren. Müsste also schon eine ganze Menge sein. Sollte für 2 Exporter auf jeden Fall reichen. Die hatten wir euch schon eingestellt? Nee. Oh ja, das müssen wir auch noch machen. Wir brauchen noch 3 Exporter. Theoretisch könnten wir noch so eine Wand auf die Seite hier stellen. Ne? Spricht nichts gegen, oder? Nö. Okay, das können wir auch noch machen. Also wir brauchen noch 3 Exporter, wir brauchen noch Kabel nach oben und wir brauchen noch 2 Oxys. Gut, 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 gut. Du bist währenddessen fleißig am Arbeiten. Bist voll. Haust rein. Jo, bist am Arbeiten. Gut, gut. Da. Was sagt Iron? Was? Achso. Ja, das Iron wurde eingeschmolzen. Aber wir haben hier noch 2 Aluminium-Ingots, die im System waren. Ich erinnere mich. Vorhin hatten wir ein paar Nuggets, die zu viel waren von dem alten Metall, was vor Aluminium drin war. Und dann habe ich gesehen, ah, da sind jetzt noch 400 Aluminium und 2 Nuggets. Ich hätte zu dem Zeitpunkt schon die Nuggets irgendwie von Hand rausholen sollen. Was macht er da? Du bist... Was? Molten Gold? Wie? Muss hier durch. Warum Gold, verdammt? 424. Schon wieder Gold. Ich habe eine Maschine entwickelt, die aus Eisen Gold macht. Und ich bräuchte es genau andersrum. Okay, du musst weg. Also da ist Molten Gold in den Ducts. Und verstopft alles. Hatte ich schon mal erwähnt, dass ich das nicht so toll... Oh, ich habe eine super Idee. Ich... Du bist ein Basic Importer, du bist ein Basic Importer. Geh mal weg da. Geh mal weg da. Die ganzen doofen Kabel machen wir jetzt weg. So und so. Der eine oder andere wird sich jetzt schon denken, was ich vorhab. Und ich weiß nicht, ob es wirklich eine super Idee ist. Aber es hilft schon mal ein bisschen hier umzukrempeln. Wir bauen jetzt einfach einen Fluid Importer. Und dann importieren wir flüssiges Eisen und flüssiges Aluminium ins ME-System. Yay! Flüssiges Metall in einem Computer. Yay! Das ging schon nicht beim T1000 so gut. Was wollte ich jetzt? Ein Importer, genau. Importer. Da. Precision Import Bus. So ähnlich. Nur das da. Und dafür haben wir kein Eisen. Puh. Einfach nur Fu.
Okay, ich. Immer zuerst dafür sorgen, dass man es neu bauen kann. Gib mir Sealed Bricks. So. Gib mir ein Faucet. Du bist ein Faucet? Ja, ich bin ein Faucet. So. Du bist ein Krapfen, du bist ein Krapfen, du bist ein Krapfen. Da. Und dann müssen wir gleich die Casting Tables irgendwo anders hinstellen. Und dann werden die Casting Tables so eingestellt, dass sie halt nur die eine Flüssigkeit exportieren. Dafür bräuchten wir die Flüssigkeit aber erstmal im Eimer. Das heißt, wir laufen gleich mit einem Eimer voll flüssigem Eisen rum. Mal gucken, ob das geht. Wenn es nicht geht, habe ich gerade eine Maschine kaputt gemacht, ohne sie neu aufzubauen zu können. Besser. So. Du da rein. Ich hätte jetzt immer noch gerne meinen Fluid Importer. So. Und dann gucken wir mal. Du weg. Bam. Bam. Haben wir jetzt flüssiges Eisen? Molten Iron. 2800. Wasser bitte einmal kurz reinkippen. Und es klappt. Sehr schön. Daran erkennt man gut programmierte Mods. Also, wir haben ein Bucket of Molten Iron. Jetzt hätte ich gerne Fluid Exporter. Dafür brauche ich wieder mehr Eisen. Basic Export Bus. Export. Da. Ja. Gut. Bau bitte erstmal ein Precision Ding da. So. Dann bräuchte ich wieder mein. Wo ist mein Faucet hin? Da. Hau weg das Ding. Hau hin das Ding. Warum? Nein! Was zur Hölle? Wie schnell ist die Lava? Das 13 Buckets Iron. Ah, noch mehr. Ernsthaft? Sehr komisch. Okay, Iron. Iron Sand. Iron Ore Dust, so. Du warst Kohle. Du warst Iron Sand Dust. Iron Ore Dust, so. Dich da rein, da rein. Jetzt gibst du mir bitte Eisen, dass ich gleich raushole. Und dann kann ich damit den Exporter bauen. Okay, wo kommen die Exporter hin? Und die Casting-Dinger. Wart mal. Wenn wir jetzt wirklich alle Flüssigkeiten absaugen, dann ist es. Dann können wir es auch alles über eine machen. Also wir brauchen jetzt nicht mehr einen Hochofen für jede Metallart. Wir können einfach zwei, drei Hochöfen machen und auf die irgendwelche Sachen verteilen. Weil ja eh alles am Ende im System landet und dann exportiert wird. Das heißt, sagen wir mal, wo sind meine Fackeln? Da sind meine Fackeln. Das heißt, hier kommt noch ein Hochofen hin, da kommt noch ein Hochofen hin. Das heißt, hier die Ecke wäre frei. Hier. In die Richtung geht dann auch eine Plattform. Also hier die Ecke. Habe ich noch? Nein, habe ich nicht. Ich hätte jetzt gerne mehr Bricks und würde hier schon mal den Rahmen ziehen wollen, um dann zu planen, wo ich die Casting-Dinger hinstelle. Also, da, weg. So. Ich kann nicht mehr laufen, weil ich kein Essen habe. Toast. Es ging ganz schön schnell mit dem Essen runter. Ich meine, ich hatte einen vollen Hungerbarren vor 10 Minuten oder so. Komisch, okay. Theoretisch können wir die Dinge ja auch gleich direkt in die Ecke hauen. Weil sie brauchen nur, wenn ich das richtig sehe. Also hier kommt noch Hofen, das ist ein bisschen doof. Aber hier. So. Dann kommt da das drauf. Dann kommt oben der Flüssigexporter hin. Und hier vorne ein Item-Importer. Und da noch ein Kabel. Und dann geht es wieder die Decke hoch. Das heißt, es nimmt wirklich nicht viel Platz in Anspruch. Dann haben wir halt ein Casting-Table pro Metallart. Und theoretisch, wenn man ganz fancy sein wollen würde,
könnte man zum Beispiel Nickel und Eisen flüssig in die Smeltery exportieren, um so Invar zu bekommen. Und das könnte man sogar mit einem Level-Emitter so regulieren, dass sobald nicht genug Invar im System ist, dann flüssiges Eisen und Nickel in die Smeltery exportiert wird, um dann Invar herzustellen. Und dann ist genug Invar im System und der ganze Prozess wird wieder gestoppt. Ah, das ist sehr schön. Also Minecraft gemoddet mit Technikzeug, vor allem mit gemischt vielen Technikpacks, ist einfach nur geil. Mit dem Rumkombinieren und Automatisieren, das macht irre Spaß, da neue Sachen rauszufinden. Oder zumindest zu glauben, dass man es rausgefunden hat, weil irgendjemand ist bestimmt schon mal drauf gekommen. Sogar ziemlich sicher. Aber trotzdem. Ding, 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 ding. Und ich hätte auch hier schon den Wand benutzen können, ne? Jo. Jo. Sehr gut. Brücke. Haben wir Holz dabei? Natürlich nicht. Oh, Brücken aus Lava gefüllten Tanks. Das ist ja da auch noch was. Aber später, später. Basic Import Bus, das klingt gut. Nein, das war falsch. So, so. Dich wieder drauf. Das geht dann später nach oben. Na komm. Nach da. Du gehst irgendwo da lang. Ich muss mal ganz kurz wieder Kabel Climbing betreiben. Es geht so schlecht mit denen. So, kommen wir da hinten an. Jo. Nur wenn wir hüpfen. Okay, warte mal, dann bauen wir das Ganze kurz um, dass es so passt. Damit wir einfach nur das hier verlängern müssen. Dann kommst du wieder weg. Klick, klick, klick. So, und dann geht's da runter. Nee, nicht da. Da ist schon Wand. Genau deswegen wollte ich eigentlich die Wände schon mal hochziehen, damit ich weiß, wo ich das machen kann und wo nicht. So, du, da. Kommen wir dann? Alle hops. Alle hops. Jo. So, weg, 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 weg. Kabel überall. So, runter. Runter, runter, runter. Du weg. So, hier kommen auch noch zwei Tische hin. Geht das auf mit dem? Ja, der Hochofen geht bis hier. Das geht sehr gut auf. Also darum, darum, darum. Hier kommen dann noch zwei Importer hin, hier noch zwei Tische hin. Und dann da oben drauf die Exporter. Goodie. Fluid Exporter. Ja. Also, haben wir jetzt genug Eisen? Jo. Dann hätten wir gerne mindestens einen Block. Und dann bin ich gespannt, wie die Umrechnung ist, weil hier steht, wir haben 31 Ingots. Aber wie viel Ingots sind ein Bucket? 9? Wahrscheinlich, oder? Wegen einem Block? Oh, mal gucken. So, du da rein, du da rein. Fluid Export Bus, was fehlt da unten? Boah, diese Wollkabel. Schon wieder keine Wolle. Ich brauche String. Ich brauche ein Stack Wolle. Danke. Eisen, Eisen, Resteisen rein. Fluid Exporter. So, und das war's. Fluid Export Bus. Da drauf. Dahin drehen. Einstellen. Eisen exportieren. Du bist angeschlossen. Haben Eisen im System. Ha, ist komisch. 13 Buckets. Wird das hier irgendwie mehr als Eisen? Ich guck mal. Iron? Nö. Ein Barren. Ah, jetzt sag mir nicht, dass das so nicht klappt mit den Exportern. Das wird doof. Dann müssten wir ein Fluid Exporter in so einen Tank machen und von dem Tank aus dann mit
mit Liquiducts arbeiten. Warum machst du das nicht? Das ist doof. Geht das mit dem anderen Ding? Mit dem, das da? Weil vielleicht kann er das ja nur bucketweise exportieren und hier passt halt nur ein Neuntel Bucket rein. Oh, das geht. Man merkt aber, dass es nicht dafür konzipiert ist, weil das Ding füllt sich instant anstatt schubweise. Und das Rausziehen dauert auch eine ganze Weile, es verzögert und ja. Aber es geht, das ist das Wichtigste. Also wir müssten jetzt Eisenblöcke ins System bekommen, und zwar wahrscheinlich 9, 10 Stück.